In unserem heutigen Video zeigen wir euch einen Effekt, wie ihr in Filmora 11 Text im Wasser spiegeln könnt, optimal geeignet, um eure Videos wunderschön beginnen zu können. Also, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmora 11 stärken. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr Text im Wasser spiegeln könnt. Dieser Effekt eignet sich optimal dazu, um euer Video interessant eröffnen zu können, zum Beispiel optimal als Intro. Aber vor allem, wenn ihr viele Aufnahmen am Meer zum Beispiel erstellt, da könnt ihr diesen Effekt auf jeden Fall auch mal anwenden. Wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Für diesen Effekt gehen wir zuallererst in Filmora 11 hier oben auf den Punkt Text und wählen uns dort unter dem Punkt Basics einen Basic 6 Titel aus. Den legen wir hier auf unserer Timeline ab, klicken dann einmal da Doppelklick rein und können jetzt hier eben auch einen Titel vergeben. Wählt also das aus, womit ihr euer Video zum Beispiel eröffnen wollt oder ähnliches. Dann wählt auch noch eine passende Schriftart aus. Ich werde jetzt einfach mal diese wählen. Und wenn wir das dann soweit erstellt haben, wir haben also hier unseren Titel, werden wir davon einen Schnappschuss erstellen. Deswegen klicken wir hier auf unser Schnappschuss-Symbol und schon wird dann auch dieser Schnappschuss hier abgelegt. Den Text hier unten brauchen wir jetzt nicht mehr, deswegen können wir den von der Timeline entfernen. Wir arbeiten jetzt nur noch mit diesem Schnappschuss weiter. Wir legen ihn also hier ab und dann geht es auch schon weiter. Wir gehen auf die Beispielfarben und wählen uns hier die grüne Beispielfarbe aus. Die legen wir auf unserer zweiten Videospur ab. Jetzt wird das Ganze natürlich verdeckt, deswegen gehen wir hier auf die Effekte und suchen uns einen Zuschneide- bzw. Crop-Effekt raus. Gebt also Crop ein oder Zuschneiden, dann findet ihr diesen Effekt und den legt ihr auf das grüne Bildchen ab. Klickt da Doppelklick rein, geht dann hier auf Bild und Effekt, geht auf Zuschneiden und wählt oben 50, gebt ihr dort ein. So habt ihr nämlich oben das Bild um 50% ausgeschnitten. Es ist also nicht mehr grün und ihr seht jetzt eben schon zur Hälfte dieses Wunderschön, was ich hier reingeschrieben habe. Genau so soll es auch sein. Je nachdem, wie lange euer Titel am Anfang von eurem Video dauern soll, das müsst ihr vorher eben festlegen, könnt ihr ihn jetzt natürlich auch noch entsprechend verlängern, von 5 Sekunden zum Beispiel auf 7 Sekunden. Das werden wir jetzt einfach mal so in der Art auch machen. Und wenn ihr das dann soweit getan habt, könnt ihr jetzt hier auf den Schnappschuss gehen, Doppelklick einmal drauf, geht ganz zu Beginn von eurem Video, geht dann auf die Animation und klickt auf Hinzufügen von einem Keyframe. Auf der Y-Achse gebt ihr hier jetzt minus 50 ein, denn dann wird dieser Titel einfach einmal verschwinden nach unten und geht dann zum Beispiel an die Stelle von 5 Sekunden. Das muss aber exakt dann auch im nächsten Abschnitt wieder gleich sein. Also bei 5 Sekunden geht ihr hin und holt dann diesen Titel einfach wieder hoch in die positive Richtung. Am besten ihr holt ihn eben dorthin, dass er direkt an der Kante zum Grün erscheint, denn da wird der andere Titel dann eben auch gespiegelt werden. Das sind bei mir jetzt also 26 im Positiven. Wenn ihr das dann soweit habt, können wir das dann also auch da lassen und klicken auf OK. Wenn wir uns den Effekt nämlich jetzt einmal ansehen, seht ihr, dass er aus dem Grünen herausfährt, der Text, und dann in das Schwarze geht, dort dann noch kurz stehen bleibt. Genauso soll es auch sein. Diesen Text werden wir jetzt einmal exportieren. Wählt also einfach einen Namen, zum Beispiel 1, denn das ist unser erster Text, den wir dann eben auch verwenden wollen, und exportiert das Ganze einmal. Als nächstes können wir jetzt den grünen Bildschirm hier erstmal wieder entfernen, gehen dann auf unseren Schnappschuss und können auch hier alle Effekte löschen und eben auch alle Keyframes entfernen. So haben wir jetzt wieder unseren ursprünglichen Schnappschuss, gehen dann da auch mal Doppelklick drauf, gehen dann auf Umwandeln und werden den einmal spiegeln, dann wieder nach unten spiegeln und nochmal zurückspiegeln. So haben wir also diesen Text einfach einmal komplett gespiegelt, so wie es dann eben auch auf dem Wasser zum Beispiel erscheinen soll. Wir klicken hier auf OK, gehen dann wieder auf unsere Medien, auf unsere Beispielfarben, fügen wieder einen grünen Hintergrund hinzu, den wählen wir von der Dauer auch bis zum Schluss vom Titel, und gehen dann eben hier, gehen hier oben auf die Effekte, suchen nach dem Crop-Effekt, also auch wieder zuschneiden, legen den wieder hier ab, Doppelklick dann dort drauf, gehen dann auf den Effekt und wählen anstatt oben jetzt unten und geben dort 50 ein, denn so wird es einmal nach unten gespiegelt. Und auch hier gehen wir jetzt wieder auf unseren Schnappschuss, gehen dann auf die Animation, gehen auf Hinzufügen von einem Keyframe und wählen hier die Position auf 50, einmal positiv nach oben, gehen dann an unsere 5 Sekunden, wo wir unseren anderen Titel auch bereits enden lassen haben, und holen ihn dort dann eben wieder ins Negative hier runter an der Kante. Wir hatten vorhin 26, also sollten wir jetzt hier auch ungefähr minus 26 haben, das ist also genau diese Kante, wo die Spiegelung dann stattfinden soll.
Und nun fügen wir jetzt auch noch einen Effekt für die Wasserwellen hinzu, deswegen klicken wir hier auf OK, gehen wieder auf die Effekte und suchen hier einfach Wasserwellen. Gebt also direkt einfach Wasserwellen ein, da habt ihr dann diesen Effekt, der heißt Wasserwellenlänge. Nach dem könnt ihr natürlich auch suchen und den legen wir jetzt hier drauf ab. Dann seht ihr schon, wird dieser Text etwas verändert, ein bisschen transformiert. Wir klicken auf den Effekt aber nochmal drauf, wählen das Level aus und wählen dort 40 und bei der Höhe High geben wir einfach ein 200, denn da sieht der Effekt einfach nochmal ein bisschen realistischer nach Wasser aus. Und genau so werden wir eben auch dieses Video jetzt wieder einmal exportieren als Video Nummer 2. Nun legt ihr alle Dateien wieder in eure Projektmedien hier ab. Wir haben jetzt also unser erstes Video, unser zweites Video und unser Hauptvideo, was wir als Hintergrund dann verwenden wollen. Wir legen das also auf der Timeline Stufe 1 ab. Dann nehmen wir hier unser erstes Video und legen es direkt darüber ab. Da klicken wir jetzt einmal drauf auf unser Video Nummer 1, gehen dann hier auf Compositing, wählen den Blendenmodus auf Bildschirm und gehen dann hier auf Chroma Key, denn nur so wird auch das Grüne entfernt. Und schon gehen wir dann hier an den Schluss von unserem Video, wo also unser Text einmal komplett ausgefahren ist, circa an diese Stelle und legen den dann einmal schön an die Kante von unserem Meer, von unserem Wasser, denn da soll es ja ran gespiegelt werden, genau an diesen Punkt. Wir können dann auch diese Videospur Nummer 1 sperren, dass wir die eben nicht weiter bearbeiten können. Ebenfalls können wir auch unsere Videospur 2 sperren und nehmen dann unser zweites Video, legen es wieder darüber ab. Dann habt ihr eben genau das, klicken dann auch Doppelklick drauf, den Blendenmodus wählen wir ebenfalls auf Bildschirm, Chroma Key wählen wir ebenfalls aus und schon werden wir jetzt unser zweites Video auch ebenfalls noch ein bisschen anpassen, also genau an diese Kante wählen, denn da soll es eben gespiegelt werden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt am Ende mal ansehen, wir können jetzt natürlich auch wieder die Videospuren freigeben, denn es ist fertig bearbeitet, seht ihr eben, dass hier unser Text an dieser Kante ganz langsam erscheint, nach oben fährt, noch kurz dort stehen bleibt. Jetzt ist er natürlich weg, den überschüssigen Teil können wir hier jetzt ganz einfach entfernen. Deswegen meinte ich, ihr müsst diesen Text so lang laufen lassen, wie eben auch euer Video geht. Das müsst ihr dann eben individuell anpassen, also deswegen vorher genau die Sekunden bestimmen. Aber am Ende sieht eben unser Video wie folgt aus. Und nun wisst ihr, wie ihr mithilfe von Filmora 11 Text in Wasser spiegeln könnt. Schreibt uns doch mal einen Kommentar, wie euch dieser Effekt gefallen hat und ob ihr ihn auch mal in Zukunft nachmachen werdet. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video. Werdet vom ersten bis zum letzten Bild eurer Videos selbstbewusster. Egal welche Art von Videos ihr erstellt, Filmora 11 hilft euch dabei, mehr zu erreichen.